Willkommen zu Folge 8 von Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ende Mai hat Lendex ihr Konzept vorgelegt für ein Stablecoin. Dieser würde XSD heißen und würde 1:1 mit US-Dollar gesichert werden. Das Ganze ist noch in Entwicklung. Man wird in Zukunft drei Wege haben, den XSD zu minten. Zwei davon sind in Entwicklung und eine Art ist noch in Forschung. Wer sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen will, sollte den vollständigen Artikel lesen. Eine Woche später gab es einen Artikel über den Ultimate Loan und die Burning-Mechanik zu lesen. Ebenfalls Ende Mai hat Soon Labs ihren Verkauf des Soon Tokens bekannt gegeben. Erwähnt sei, dass laut Soon Labs 570 Teilnehmern ihr Geld in 5 Minuten erstattet wurde und das gebührenfrei, weil es nur auf dem Tangle möglich sei. Bei diesem neuen Verkauf will Soon Labs schlanker werden. Außerdem will Soon Labs Open Source werden, was bedeuten würde, dass alle Mitglieder den Zugriff auf den Code hätten für eine gemeinsamere Entwicklung. Der neue Verkauf startet damit am 14. Juni um 18 Uhr und wird maximal 7 Tage dauern. Einige User auf Sooniverse werden bemerkt haben, dass sie sogenannte Fee-Token bekommen haben. Das tritt nur ein, wenn man bis zum 30. Mai einige Plattformaktivitäten abgeschlossen hat. Beispielsweise für einen Vorschlag abgestimmt, eine Auszeichnung erhalten oder ein NFT gekauft. Man kann diesen auf Sooniverse aber handeln. Für alle, die keine Fee-Token bekommen haben, seid einfach das nächste Mal fleißiger auf Sooniverse, probiert herum, seid aktiv und vielleicht ja beim nächsten Mal. Wer Probably Nothing unterstützen will, damit das Projekt weiter erhalten bleibt, hat viele Möglichkeiten. Ihr könnt bei Patreon wie Bob, Travel Party, Carlos und Bernhard das Projekt monatlich unterstützen oder aber ihr kauft ein NFT, welches von Kali vollständig für das Projekt bereitgestellt wurde. Es gibt viele IOTA-Nerds. Wer nicht genug von NFT bekommt, kann auch ein Super Sayalum kaufen. Davon gibt es nicht mehr viele. Mit einer IOTA-Spende könnt ihr Probably Nothing ebenfalls unterstützen. Kennt ihr Snowman? Also an mir ist das komplett vorbeigegangen. Snowman ist ein DeFi-Protokoll, auf den man Kredite nehmen und verleihen kann. Es wird einen eigenen Token geben, den SOUSD. Snowman ist noch in Entwicklung und wird mit Shimmer erscheinen. Eine Roadmap sowie Tokenomics folgen. Tangle Labs veröffentlichte einen neuen Blogartikel, welcher sich wie Butter liest. Es geht um Tixit, eine Plattform für den Erwerb von Tickets. Das Ganze funktioniert mit Decentralized Identifiers, DIDs und Wearable Credentials, VCs. Tixit nutzt die IOTA-Technologie für DIDs und VCs, um innovative digitale Tickets zu erstellen. Die Tickets selbst sind VCs, die zu DIDs des Besitzers gehören und vom Veranstalter signiert werden. Somit eröffnet sich für den Ticketverkauf neue Möglichkeiten. Der Schwarzhandel wird eingeschränkt, indem man sagt, dass wie bei den NFTs der Wiederverkaufswert mit einem Prozentsatz an den Künstler geht oder dass der Preis maximal 50% über den öffentlichen Verkauf liegen kann. Somit entsteht eine Kontrolle über den Ticketmarkt und sogenannten Scalpern, die sich an Events oder beispielsweise der PlayStation 5 bereichern wollen, wird das Leben schwieriger gemacht. Auch das Fälschen und Duplizieren von Tickets wird mit DID schwieriger. Jeder Kunde kann mit der Tixit-App das Ticket scannen und es auf die Authentizität prüfen. Und das Beste zum Schluss, Tixit ist im dritten Quartal 2022 verfügbar. Ein Wahnsinnsprojekt mit unglaublichem Potenzial. Die IOTA Foundation veröffentlicht einen weiteren Blogartikel zum kommenden Update Stardust. Viele Kritiker oder Leute, die nicht so fest in der Materie sind, fragen sich oft, warum gibt es überhaupt das Stardust Upgrade? Das hat einen einfachen Grund. Stardust wird viele neue Funktionen liefern, damit die Entwickler und Community die neuen Funktionen probieren kann, bevor das Ganze auf das Mainnet kommt und das Four Core Decide. Ohne das Stardust Update müssen wir auf Smart Contracts länger warten und das bedeutet, dass wir auf reale Anwendungen länger warten müssen. In diesem neuen Artikel tauchen wir tiefer in das neue Update ein. Es wird der neue Ledger-Account vorgestellt, welcher für Smart Contracts benötigt wird, um mehrere Unterschriften zwischen Parteien zu gewährleisten. Auch die Speicherung von Daten im Ledger und die Optimierung des Speichers wird behandelt. Mit Stardust wird es folgend ablaufen, damit die Größe des Ledgers nicht in das Unendliche läuft. Die Datenmenge wird an das Guthaben des Kontos gemietet. Das bedeutet, wer beispielsweise viel Shimmer besitzt, kann auch viel Daten schreiben und speichern. Wer dagegen nur einen einzigen Token hat, den man auch Dust nennt, wird sehr wenig Speicherplatz mieten können. So ist auch der Dust-Schutz konzipiert.
Mit dem neuen Update mutiert IOTA zu einem Multi-Asset-Ledger. Wenn andere Kryptowährungen aufwendige Bridges brauchen, braucht IOTA sowas nicht und die neuen Token können unkompliziert hin und her gesendet werden. Die Token können gebührenfrei gewrappt werden. Auch die Freigabefunktion von Smart Contracts wird näher beleuchtet. Wie in Folge 7 schon erwähnt, kann man Smart Contracts zeitlich begrenzen, da man für die Speicherung von Daten Vermögenswerte zurücklegen muss. Das Ganze funktioniert wie beim Grundstückskauf einer Gemeinde, die das Recht zum Wiederverkauf des Grundstücks hat, wenn man es nicht innerhalb einer bestimmten Zeit bebaut. Genauso verhält es sich auch mit den Smart Contracts, die eine Ablauffrist haben. Der Nutzer kann bestimmen, wie lange der Käufer Zeit hat, bestimmte Smart Contracts einzulösen, bis sie zurückverlangt werden. Den ganzen Artikel mit noch mehr Neuerungen findet ihr unten in der Beschreibung. Das Veröffentlichungsdatum für das große Update wurde zwar nicht bekannt gegeben, aber die Hornet-Software befindet sich schon in der Version 2.0 Alpha 17. Ein neuer Partner reiht sich Assembly und den Touchpoint-Programm ein. MoonVault ist nun offizieller Partner. MoonVault wird keine eigenen farmfähigen Token haben, was fast schon einzigartig ist. Das Team will sich hauptsächlich auf Service konzentrieren. Es wird keine Einzahlungsgebühren, dafür aber eine 0,1%ige Abhebungsgebühr haben. Hans Moog twittert über ein Update von GoShimmer. Hier wurde 5200 Zeilen Code geändert, einen Tag später wurden 7000 Zeilen entfernt, das Aufräumen des Codes geht also gut voran. Und mit dem letzten Tweet wurde Hans krank. Wir wünschen ihm gute Besserung. Das wird die Entwicklung nicht bremsen, da er nicht der einzige Programmierer ist. Man sieht aber die täglichen Arbeiten der IOTA Foundation und damit den Fortschritt. Auch bei der Protokollgruppe gibt es Neuigkeiten, darunter verschiedene Forschungen, Korrekturen der Dokumente mit den neuen Termini und einige Untersuchungen am Tangle, zum Beispiel Bestätigungszeiten, die Genauigkeit, Größe der Daten und mehr. Der Twitter-User Muandelo hat zwei Patente gefunden. Das eine Patent gehört Intel und beschreibt Systeme, Vorrichtungen, Verfahren und computerlesbare Medien, die für die Auswahl von Edge- oder Zentralservern zur Bedienung von Client-Systemen auf der Grundlage von Netzwerkereignissen bereitgestellt werden, die von einem oder mehreren Netzwerkelementen überwacht werden. Das ist das Beispiel für die Autos. Das zweite Patent gehört Panasonic und beschreibt das Empfangen von Identifikationsinformationen eines Gerätes von einem zweiten Gerät über eine drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Selbstverständlich handelt es sich hier um Patente, die nicht nur exklusiv IOTA nennen, sondern es eine Möglichkeit unter vielen ist. Ab dem 21. bis 22. Juni gibt es die European Development Days. An diesem Tag zeigt IOTA und Trademark East ihr Projekt. Die Anmeldung war bis zum 6. Juni möglich. Der erste ICCD-Newsletter ist raus. Er ist vollgestopft mit Nachrichten und Berichten, aber nicht nur über IOTA. Beispielsweise wird das Luna-Problem erläutert. Es gibt Community-Highlights, Member-Spotlight und vieles mehr. Checkt es aus, meldet euch an und verpasst nichts. Wer in IOTA Identity tiefer eintauchen will, sollte sich den umfangreichen Blogartikel von Pascal Gottred auf Tangle Labs durchlesen. Dort wird näher die schon oben erwähnten DIDs, VCs und YDRs erklärt. Außerdem werden mit Codebeispielen zum Probieren eingeladen, seine eigenen DIDs zu erstellen. Gestern veröffentlichte die IOTA Foundation einen Artikel, was es sich mit den DAO auf sich hat. Da man mit IOTA nun als Community selber abstimmen kann, beispielsweise die momentane Abstimmung über die nicht geclaimten Token, ist es interessant zu erfahren, was denn nun diese DAO ist. Wer also bis jetzt keine Ahnung hatte, sollte hier reinlesen. Es geht darum, was eine DAO ist, wie diese funktioniert, welchen Zweck sie haben und welche Typen, wie die DAO mit Smart Contracts funktioniert und wie die Abstimmung abläuft und das Delegieren, was sehr wichtig ist. Das Problem mit DAO ist nämlich, dass es viele Menschen gibt, die sich über Abstimmungen nicht informieren. Ob es an Zeit, Wissen oder Interesse mangelt, sei dahingestellt. Das Problem ist, dass Menschen sich in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen, wenn sie zu wenig Informationen haben. Das kann zu falschen Entscheidungen führen. Um dieses Problem zu beheben, kann man quasi als Unwissender seine Stimme einem Experten leihen, welche für einen stimmt. Der zweite Teil dieses Beitrags kommt am Mittwoch raus. Cointelegraph.com entdeckt als letzter, dass IOTA mit Deltas Projekt Alvarium gestartet hat. Wie in Folge 7 schon erwähnt, geht es um die Echtzeitüberwachung der CO2-Emissionen. Diesen Beitrag hat auch Ayel Noff mit ihrem Twitter-Account retweetet. Sie hat knapp 25.000 Follower.
Lieber Cointelegraph, guckt mehr Probably Nothing und bleibt aktuell. Vor einigen Stunden tweetet Zune Labs, dass sie nun offizieller Partner der IOTA Foundation sind und dass ihre integrierte Börse ebenfalls offiziell als Partner der IOTA Foundation gelistet wird. Eine offizielle Stellungnahme gab es momentan noch nicht, sollte aber kommen. Auf der Homepage der IOTA Foundation findet man zumindest die Bestätigung. Noch ein kleiner Update zu Firefly. Seit der Version 1.6 gab es zwei weitere kleine Updates. Diese beheben nur Kleinigkeiten und müssen nicht sofort installiert werden. Das war's mit Folge 8. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.